In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie aus dem analogen Unterrichtsmaterial des Carlsen Verlages Ideen für den Unterricht Klasse 5 und 6 zum Thema Beschützer der Diebe digitales und interaktives Material werden kann. Dies gelingt hier mit dem Werkzeug Fill in the Blanks von H5P. H5P ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten für das Web. Bitte loggen Sie sich dazu bei der Mediathek des IQSH ein unter SH EduPool und greifen Sie dort auf H5P zu. Ich bin eingeloggt unter Instant WordPress und greife hier auf das identische H5P zu. Zur besseren Anschauung und zur eigenen Erprobung habe ich schon mal die Aufgabe fertiggestellt. Links sieht man die Kopiervorlage für ein Arbeitsblatt. Es geht um das Entstehungsdatum des Brandenburger Tores, welches die Schülerinnen und Schüler errechnen sollen. Rechts sieht man das digitale Ergebnis mit Fill in the Blanks, bei dem die Lernenden sich selbst überprüfen können. Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe zu rechnen und die Ergebnisse einzutragen. 374 plus 50 ist gleich 424 und dann mit diesem Ergebnis weiterrechnen. Das Endergebnis lautet dann 1549, also Entstehungsdatum 1549. Stimmt das auch? Dazu überprüfen die Lernenden es mit dem Button. Im Folgenden zeige ich nun, wie diese Aufgabe digital erstellt werden kann. Man geht unter H5P Inhalte unter Erstellen und findet dann auf der ersten Seite alle Werkzeuge, die es unter H5P gibt. Da ich als letztes Fill in the Blanks benutzt habe, steht es ganz oben. Ich klicke auf Details, kann mir hier anschauen, worum es geht und gegebenenfalls auch ein Inhaltsdemo ansehen. Wenn ich es dann verwenden möchte, klicke ich hier auf Benutzen und finde die erste Seite. Als erstes gebe ich den Titel ein und übernehme ihn einfach von dem Arbeitsblatt der Vorlage. Dann möchte ich Medien hinzufügen. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Bild oder ein Video hochzuladen und ich wähle das Bild, da ich hier die Vorlage des Carlsen Verlages verwenden möchte. Dazu nehme ich einfach ein Schneide- bzw. Fotografiewerkzeug meines Computers und wähle den Teil der Vorlage aus, welchen ich hier verwenden möchte. Die Speicherung erfolgt automatisch entsprechend meiner Einstellung am PC bezüglich Screenshots. Anschließend klicke ich auf Hinzufügen, um das soeben erstellte Bild anzuwählen und damit hochzuladen. Es wird hier noch ein Alternativtext gefordert, den man sich frei aussuchen kann. Ich verwende das Brandenburger Tor, wann wurde es erstellt? Anschließend formuliere ich an dieser darunterliegenden Stelle die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler. Berechne die Aufgaben und trage die Lösungen in die Lücken ein. Als nächstes erstelle ich die Aufgabenblöcke unter dem Bereich Textblöcke. Dazu berücksichtige ich die Anleitung, die verdeutlicht, Lücken werden mit einem Sternchen vor und hinter dem richtigen Wort festgelegt. Alternative Antworten können jeweils mit einem Schrägstrich angefügt werden und man kann auch einen Tipp mit einem Doppelpunkt noch dazu eingeben. Die Aufgabe übernehme ich in diesem Fall von der Vorlage und habe sie in einem Schreibprogramm entsprechend der Hinweise angelegt, um sie nun einfach und schnell einfügen zu können. Wichtig ist, dass die Lösungslücken immer mit den Sternchen eingefasst sind. Das heißt also hier in diesem Fall die richtigen Rechenergebnisse. Dann bin ich fertig und erstelle mein digitales Arbeitsblatt durch den Befehl Aktualisieren. Klicke hier auf das Pluszeichen zur Vergrößerung der Ansicht und bin an der Stelle, wo ich eingangs schon gezeigt habe, wie es funktioniert.